So viele Könige sieht man normalerweise nicht in Frankfurt. 150 Kinder in bunt geschmückten Königskostümen besuchten den Gottesdienst im Kaiserdom. Die Sternsinger, die danach den ganzen Tag Spenden sammeln gingen, bewiesen trotz jungem Alter schon sehr viel Verantwortungsbewusstsein und Mitgefühl. Ich hatte Kommunion und da hat uns der Pfarrer halt über die Sternsinger erzählt. Da dachte ich mir, ich kann ja dann mitmachen. Dass die Kinder in ärmeren Ländern auch Wasser kriegen und Nährstoffe für den Körper und dass sie auch so gut leben können wie wir. Nach dem Gottesdienst gingen alle gemeinsam in den Frankfurter Römer, um dort der Stadt ihren Segen zu geben. Für Oberbürgermeister Feldmann war das ein ganz besonderer Termin. Er war von der Hilfsbereitschaft der Kleinen begeistert. Das gesammelte Geld soll diesmal vor allem nach Kenia gehen. Es ist jetzt schon absehbar, dass es eine große Unterstützung gibt für die Sozialprojekte gegen den Klimawandel in Kenia. Aber die Sternsinger sind ja nicht nur dort aktiv, sondern haben auch sehr viel gegen Kinderarmut in Deutschland und anderen Ländern der Welt schon gemacht. Und deshalb ist es eine fantastische Aktion. Und wenn wir als Stadt einen kleinen Beitrag dazu leisten können, macht mich das sehr stolz. Doch nicht nur in Afrika gibt es arme Kinder. Auch Frankfurter Kindern soll geholfen werden. Das ist natürlich eine andere Armut als jetzt in Kenia oder in Dritte Weltländern, in Afrika oder Asien. Da geht es eher um eine Chancenarmut. Das sind oft Kinder von Hilfeempfängern, die nichts dafür können, dass ihre Eltern arbeitslos sind oder sonst gehandicapt sind, sondern die einfach erleben, wie andere Kinder an ihnen vorbeiziehen, selbstverständlich eine Hausaufgabenhilfe kriegen und sie eben nicht. Und das ist, macht dann oft auch wütend, das Gefühl von Ungerechtigkeit, dass die Sternsinger sich insgesamt für die Situation von Kindern einsetzen, dafür einsetzen, dass es mehr soziale Gerechtigkeit gibt. Das ist etwas, was unsere Stadt braucht. So kamen beispielsweise im Jahr 2015 deutschlandweit über 45 Millionen Euro durch Sternsinger zusammen. Die Stadt Frankfurt lädt am 24. Januar erstmalig zum Kinderneujahrsempfang im Rathaus ein. Auch dort soll auf Kinderrechte aufmerksam gemacht werden. Dankeschön.